Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Summer und Mara. Ich war Pippi und an der Klotür wurde wieder mein Gehirn geblitzt, Dings. Das heißt, ich habe komplett vergessen, was wir tun. Ach, Ereti, genau, Ereti. Mensch, seht ihr? Nicht alles ist weg gewesen. Als ich auf die Map geguckt habe, habe ich mich erinnert. Erfolgserlebnis. So, dann nehmen wir mal kurz die paar Kisten mit, die hier außen rumschweben. Und dann quatschen wir mal Ereti an. Hey Ereti, ja? Hast du Lust, an einem Wettrennen teilzunehmen? Hm, immer doch. Ich habe eine Einladung für dich. Ah, perfekt. Ich bin zum Siegen geboren. Perfekt. Kann ich mit dir eigentlich handeln? Ne, ich kann nur sprechen. Okay. Gut. Kinas. Was haben wir denn noch hier gerade zu tun? Kehre zu Saimi zurück, also quäle es. Bringe Teil des Roboterkolosses zu Akai. Quäle es. Sprech mit Echo. Okay. Den müssen wir also erstmal wieder finden. Das ist auch quäle es. Fertige eine Leinwand für Regatta und bring sie zu Akila. Haben wir auch, also ist auch quäle es. Eigentlich alles quäle es, bis auf das wir Echo finden müssen. Ja. Einfach auf nach Hause, würde ich sagen. Also nicht nach Hause, sondern nach Querles. Vielleicht haben wir ja Schweine und begegnen im Echo zwischendrin. Da können wir die Quest gleich nebenbei lösen. Ansonsten haben wir jetzt dort ja noch einige Sachen zu tun. So, da mal nochmal Ereti. Die brauchen wir aber nicht. Was ist das eigentlich? Ein Schwert, was im Fisch steckt? Oder soll das so ein Laternenfisch sein? Ich weiß es nicht ganz. Musik ist ja laut auf meinen Ohren, deswegen schreie ich euch heute ein bisschen an. Oder jetzt gerade ein bisschen an. Es ist übrigens immer noch der 24.7. Ich nehme das alles immer noch am Stück auf. Das war ein absolutes Hardcore-Aufnahmewochenende. Und ich muss zugeben, ich merke es im Kopf. Also zwischendurch ist mir schon so ein bisschen schummrig, schwammrig. Deswegen, warte mal, wie sind wir schon? Ah, okay, da können wir jetzt nach Osten. Deswegen, ich war übrigens gestern Abend noch... Nachdem ich mit euch die Aufnahmesession beendet habe, wann war denn das? 21 Uhr? 21 Uhr? Weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Es war auf jeden Fall nach 8, glaube ich, oder? Weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ihr werdet es ja vielleicht noch wissen. Auf jeden Fall war ich dann noch auf dem Laufband gewesen. Und da habe ich halt richtig gemerkt, so die ersten 7 bis 10 Minuten, würde ich sagen, hatte ich richtig Probleme. Kreislauftechnisch quasi. Also es war nicht absolut schlimm, aber es war nicht wie sonst. Da sind so die ersten 10 Minuten noch mit die leichtesten und danach fängt es an, ein bisschen nervig zu werden. Und, oh, Schafi abgesetzt. Wir hätten doch noch eins nach oben gekonnt. Naja, ist egal. Machen wir jetzt nach oben. Was wollte ich eigentlich sagen? Müssen sowieso tanken. Müssen wir auch noch auf Querless machen, Leute. Und da waren es halt die ersten 7 bis 10 Minuten, die habe ich erstmal überhaupt gebraucht, um meinen Kreislauf wieder hochzukriegen, weil ich den ganzen Tag halt auf dem Arsch gesessen habe und maximal zum Klo oder in die Küche gegangen bin, ne? Um Trinken zu holen oder es wegzuschaffen, je nachdem. Und schaut mal, es ist Nacht. Wollen wir eine Nacht im Hotel verbringen? Dann haben wir wenigstens, dann geht es uns wenigstens gut. Das dürfte ja nicht so teuer sein, ne? 40 Münzen. Gute Nacht. So. Dann war einmal hier am Markt rumschlendern. Erstmal ein Frühstück. Ein schönes Frühstücksei. Mmh, lecker, lecker. Vor allem, wie es knackt, wenn man ins Spiegelei beißt. Das will man doch. So. Ich fürchte, es ist nicht das, was ihr erwartet habt. Was ist es denn? Es ist Wackelpudding. Lizio, dieser Hund. Das ist seine Art, es uns heimzuzahlen. Es ist immer das Gleiche. Das ist wirklich widerlich. Ich weiß, wir hätten es kommen sehen müssen. Lizio weiß genau, wie sehr wir Wackelpudding hassen. Er muss uns diese Karte geschickt haben. Er ist so gemein. Das tut mir leid. Das ist schon in Ordnung. Wir werden es unserem kleinen Bruder schon heimzahlen. Ja, ich glaube, das war nicht der Sinn der Sache, oder? Was macht ihr da? Wir bereiten das ultimative Geschenk vor. Was ist es denn? Ein großer Knall. Auf Nimmerwiedersehen, Piraten. Was? Sie sind unsere direkten Rivalen. Und sie sind außerdem wirklich unfair. Sie sind nur mal Piraten. Sie stehlen andauernd unsere Waren.
Zugegeben, wir haben, was? Wir sie zuerst bestohlen. Okay. Und was ist euer Plan? Wir schicken ihnen ein Fass voller Schießpulver. Das ist wirklich gefährlich. Genau deshalb. Warum gebt ihr es nicht mir? Sei vorsichtig, bist du sicher? Ja, bin ich. Okay, bring das Fass zu ihrem Versammlungsort. Warte, bis sie alle da sind und kawumm. Bring das Fass zum verbotenen Felsvorsprung und sorge für einen Knall. Oh, vielleicht können wir dann rein, wenn wir den Fels wegballern? Okay, komm schon. Tu endlich, wofür wir dich gebeten haben. Worüber? Wozu? So, jetzt haben wir's. Wir müssen einmal zu Saimi, einmal zu Akai und einmal zur Quelli. Saimi macht, glaube ich, nein, Akai meine ich, macht, glaube ich, um halb auf, ne? Nee, nicht halb. Die macht 17:30 zu, macht aber um 10 auf oder so. Keine Ahnung. Die hat schon offen. So viel dazu. Da hat sie wahrscheinlich schon um 9 aufgemacht. Ich war halt übrigens auch noch nicht auf dem Laufband. Das muss ich auch noch machen. Und morgen habe ich vor, wie so ein Raucher, alle 10 Minuten, nicht alle 10 Minuten, alle Stunde ungefähr 10 Minuten Pause zu machen. Ich muss mal kurz husten. Kleinen Moment. Ah, jetzt bin ich gerade nicht klargekommen mit meinen Tasten, sorry. Jede Stunde 10 Minuten Pause zu machen, beziehungsweise unsere Raucher pflegen, jede Stunde eine Viertelstunde Pause zu machen. Und ich möchte aber in diesen 10 Minuten, ich habe bloß geguckt, ob was hinterm Haus ist, möchte ich 10 Minuten aufs Laufband latschen. In der Zwischenzeit hole ich mir dann vielleicht noch was Frisches zu trinken, wenn ich nichts haben sollte. Oder ja, nutze es halt, um mal Pipi machen zu gehen oder sonst irgendwie was. Und dann möchte ich, oder die Idealvorstellung ist, dass ich dann nach 8 Stunden Arbeitszeit logischerweise 80 Minuten Laufband zusammen habe und ja, im Idealfall fast 8000 Schritte oder so. Und wenn ich dann, ich würde ja furchtbar gern 10.000 pro Tag zusammenkriegen, und wenn ich dann vielleicht noch eine halbe Stunde aufs Laufband im Anschluss gehe, dann habe ich im Idealfall 10.000 zusammen. So ist der Plan. Wie gut er umsetzbar ist, erzähle ich euch beim nächsten Mal. So einen Ofen hätte ich gern noch. Der sieht aus wie eine Grinsekatze. So, okay. Akai, das war unglaublich. Der Koloss? Ja, das ist er wirklich. Als du ihn berührt hast, hast du auch einen kleinen Stromschlag gefühlt. Nein, ich habe nichts Besonderes gefühlt. Vor ein paar Monaten habe ich auch einmal diese Tattoos bekommen, nachdem ich dort war. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wurdest du dazu auserwählt, ihn zu steuern. Glaubst du wirklich? In manchen Nächten weckt mich ihr blauer Schimmer auf. Mir gefallen sie, sie stehen dir. Ich danke dir sehr, Chor. Hier einige Materialien für dich. Holz und Nägel. Holz-Gold meine ich. Dankeschön. Ich liebe die Arbeit in der Schmiede, aber ich wünschte mir, ich würde nicht immer so schmutzig werden. Aber gut trainiert, die Frau. Wartet mal, haben wir jetzt tatsächlich alle Akai-Quests gelöst? Haben wir. Wir müssen zu Echo. Edegan. Lizio hat jetzt nämlich. Ich wollte sagen, irgendjemand war noch mit Akai. Ich mache weiter mit den Aufträgen von Koa. Wir müssen rüber zu Akila. Das machen wir noch schnell. Wenn wir bei Akila waren, können wir hinten unser Boot auffüllen. Und dann können wir zuletzt zu Saimi, weil Saimi noch am längsten offen hat von allen, glaube ich. Um mit ihr zu quatschen. Wir haben wieder ein Äppelchen unterm Baum liegen. So. Akila, ich habe hier eine Leinwand für dich. Mit einem interessanten Gemälde darauf? Nein, das ist einfach nur eine weiße Leinwand. Ich kann das Mikrofon abkauen. Mach ich nicht. Mann. So, ich bin gleich wieder. Okay. Musst du vorsichtig fahren. Musst du den Leuten erzählen, wo du hingehst. Er erzählt es euch nicht. Er geht einfach. Ich auch. Er geht den Garten oder fährt den Garten gießen. Noch müssen wir erfahren, um das zu tun. Später irgendwann reicht gehen. Der Wahnsinn. Nein, es ist einfach nur eine weiße Leinwand. Ach, für Regattas Auftrag. Vielen Dank für die Leinwand. Ja, ist so eine Belohnung. Wenn du andere interessante Dinge findest, bring sie zu mir. 180 Glocken haben wir bekommen. Bitte störe mich nicht. Wie jetzt? Ach, ihn haben wir ja schon abgeschlossen. Okay, Echo.
Ecolizio Napopo. Pili ist auch noch. Und Regatta natürlich, ne? Pili, Regatta. Okay. Müssen aber erst zu Saimi und, wie schon gesagt, unseren Sprit auffüllen. Mal gucken, vielleicht hat Onso mal wieder was zu futtern für uns, dann können wir es ihm direkt wieder klauen. So, meine. Nee, nichts zu essen für uns. Aber oben wird es noch eine Beere geben, glaube ich. Ja, ich sehe sie schon von hier durch das Gebüsch schimmern. Meine Beere. So, schönen guten Tag, liebe Leute. Wir tanken mal unseren Tank auf Blue, irgendwas loszuwerden? Nee. Also irgendwas zu verkaufen, was interessant ist. Die Bienchen. Wollen wir Bienen wieder mitnehmen? Klar, für unser Dingsbums brauchen wir Bienen, die nehmen wir mit. Napopo ist auch alles schick. Und dann gehen wir rüber zu Saimi. Ich hänge fest. So, jetzt nicht mehr. Ich wüsste, woran ich mich die ganze Zeit schon erinnere, aber ich glaube, ich habe es noch nicht laut ausgesprochen. Relativ am Anfang gab es doch irgendwo eine Quest, wo sie uns Quelis und den Markt vorgestellt haben. In diesem Questbeschreibungstext oder in dem Dialogtext, weiß ich nicht mehr genau, hat jemand, glaube ich, zu uns gesagt, siehst du diesen riesigen Wal, der also dort oben hier bei dem beim Markt, der das Wasser halt nach oben raussprüht, ne? Erinnert ihr euch vielleicht auch noch an die Szene? Diesen Questtext, wenn sie den Wal rausgepatcht haben, müssten sie den ja auch rausgenommen haben. Weil ansonsten gibt es ja keinen riesigen Wal mehr zu gucken. Und alle, die sich das Spiel später gekauft haben, denken sich jetzt, wovon redet die Person? Welcher fucking Wal? Warum bist du hier? Bitte. Ich habe eine Blume dabei. Hakus Blume, weißt du? Das ist schön, aber es wird mich nicht umstimmen. Bitte, Saimi. Ich brauche den Kristall. Er ist der einzige, der noch fehlt. Es tut mir leid. Ich brauche ihn mehr. Er ist alles, was ich noch von Haku habe. Ich verstehe euch beide nicht. Wenn du älter bist, wirst du es verstehen. Ich werde nie erwachsen. Oh, wartet mal kurz. Alexa will mit uns reden. Ich habe mal kurz, deswegen seid ihr hier reingekommen. Huch. Weil ich mich gestummt habe, weil ich muss mit Alexa, da sie im Flur ist, ein bisschen lauter reden. Und da wollte ich euch nicht ins Ohr schreien. Und so, meine Stimme. Moment, ich muss was trinken. So, gehustet habe ich auch noch. Hey Koa, wie geht's? Es ist kompliziert. Was ist denn los? Ich habe Saimi gebeten, mir etwas zu geben, aber sie will nicht. Nun ja, wenn es nur mal ihr gehört. Aber es ist sehr wichtig. Und bevor sie es hatte, gehört es meiner Großmutter. Ich verstehe, das ist kompliziert. Wie ist deine Großmutter? Vielleicht steht etwas über sie in meinem Tagebuch. Ja, Haku. Aber jeder kannte sie als Haku. Lass mich mal sehen. Haku? Ja, hier. Hier steht, dass sie Kapitänin der Marine war. Sehr ernsthaft, aber mit einem Sinn für Humor. Und sie kochte fantastischen, leckeren Fisch. Leckeren Fisch? Ich kenne das Rezept dafür. Du brauchst Rotflossenwels und klein gehackte Karotten. Das Gericht kommt mir bekannt vor. Und bevor du ihn servierst, gibst du ein bisschen Orangenmarmelade drüber. Warte, Jaja hat mir das Rezept vor ein paar Jahren beigebracht. Aber mir hat eine Zutat gefehlt, weil ich nicht richtig zugehört hatte. Ist es Orangenmarmelade? Ja. Weißt du nun, was du brauchst? Ja, ich muss das Gericht für Saimi kochen. Bis bald, Onso. Auf bald, Abenteurerin. Leckerer Fisch. Onso. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hast du vollkommen recht, Onso. Lauf, wir müssen zu dem Grillding, wo Bram steht, damit wir da diesen Fisch kochen können. Denn ich hoffe, dass wir alles haben, denn wir haben jeden Fisch mindestens einmal in unserem Inventar gelassen. Und ich hoffe, dass das eine gute Entscheidung gewesen ist. Liebe Leute. So, hier, kann ich hier bitte runter? Danke. Hier gibt's aktuell nichts zu holen? Nee, gut. Lauf! Lauf, kleine Koa! Okay.
Dann. Leckerer Fisch, wo ist denn das Rezept? Hier. Hervorragend. Vielleicht soll ich es ein zweites Mal kochen. Ich weiß aber nicht, wie viel ich von den Rotflossendingern habe. Wir versuchen es einfach nochmal. Und hoffen, dass wir... Warte mal, wir gucken nochmal. Scheiße, wir hatten nur zwei Rotflossendinger. Ah, wir hoffen, dass niemand mehr von uns in einer Questen-Rotflossenwelt haben will. Dann, naja. Oder dass, wir hoffen es genau andersrum, dass jemand von uns diesen leckeren Fisch haben möchte. Gut. Schnell. Den Berg hinauf. Getankt haben wir schon, oder? Ja, doch, ich erinnere mich, dass wir drüben bei Blue waren und auch versucht haben, mit einer Popo zu sprechen, aber dass beides nicht so möglich war. So, jetzt aber. Saimi, Saimi, das riecht gut, das kommt mir bekannt vor. Das ist das Fischgericht, das Haku immer gekocht hat. Wie schaffst du es bloß immer, mich neu zu überraschen? Warum hast du das Gericht gekocht? Ich habe erst heute gelernt, wie man es so wie Yaya kocht. Hat Haku es auch für dich gekocht? Ja, sie konnte es sehr gut kochen. Siehst du? Haku ist nicht wirklich weg. Sie hat uns nicht verlassen. Sie ist immer noch hier bei uns. Was hast du gesagt? Wenn du einen Baum fällst, dann pflanze seine Samen ein, damit ein neuer wächst. In Mara verschwindet niemals etwas vollständig. Vielleicht werden wir Haku nie wiedersehen, aber das heißt nicht, dass sie nicht mehr hier ist. Dieses Gericht war etwas, das uns an sie erinnert. Sie so wie eine Blume. Und sie so wie viele andere Dinge auch. Du brauchst den Kristall nicht, um sie in Erinnerung zu behalten. Weil sie immer noch hier ist. In dir. In mir. Koa, wann bist du bloß so erwachsen geworden? Ich? Ich bin nur ein Kind. Hier. Versprich mir gut, auf ihn Acht zu geben. Und dass du mich wieder besuchen kommst. Immer, Saimi. Du bist meine Freundin. Oh, süß. An den Küsten Maras werden seltsame Freundschaften geschlossen. Natürlich. Jetzt müssen wir nur noch den Piraten Bescheid sagen. Rufe die Piraten zusammen, um den Angriff auf die Elites zu starten. Wow. Ach, Leute. Ruf die Piraten zusammen. Okay. Wir müssen eh mit Echo reden. Wir müssen mit Lizio reden. Hier müssen wir mit Echo zusammen sein. Mit Regatta sprechen. Und wir haben, glaube ich, alle Kristalle, sodass wir zu Hause vorbeifahren können, um das Tor zu öffnen. Wollen wir das zuerst mal probieren, wie das geht oder ob das überhaupt geht? Und dann können wir die ganzen Piraten suchen gehen. Ich meine, ich würde zuerst zum Felsvorsprung huschen, weil das halt eine der Quests ist, die noch offen ist. Vielleicht sind dort zufällig die anderen Piraten auch. Mal gucken. Leute, es geht voran. Und wenn wir zu Hause sind, können wir auch gleich eine Runde in der Heimat schlafen, würde ich mal sagen. So. Zack. Und von da aus haben wir dann einen guten Startpunkt. Ich sehe auch gerade, wir sind schon fast bei 19 Minuten angekommen. In dem Moment, wo ich das ausspreche, sind wir es gerade. Deshalb ist das ein guter Folgenabschluss. Sodass wir beim nächsten Mal so fast schon finalmäßig die Leute zusammenrufen. Mal sehen, was da alles noch kommen mag. Ich möchte jetzt erstmal ganz schnell probieren, wie das mit dem... Wir können ja hier so... Ja, mal die Orange mit. Und hier, das... Ne, hier. Ja. Hier, das nehmen wir mit. So, und so. Das wird übrigens ein Fest werden, das alles zu schneiden, liebe Leute. So. Danke. Gut, dass Saimi mir die Kristalle des Tores gegeben hat. Und? Danke, Duna, damit wir das Tor bestimmt schöner werden. Okay.
Nichts passiert? Warum passiert nichts? Hier steht da Kristall benutzen, aber wenn ich R drücke, passiert nichts. Jetzt so? Auch nicht. Auch bei Nacht nicht. Vielleicht ist das was, was über Nacht passieren muss, weil die Animation wieder nicht richtig funktioniert. Also nicht, was heißt wieder nicht richtig funktioniert? Weil sie nicht wussten, wie sie Animationen umsetzen sollen. Schaut mal, unser riesiges Gewächshaus. Voll geil. So, Schweinestall machen wir mal auf, falls die Schweinchen rein wollen. Unsere Möhren sind doch reif. Müssen wir Müll wegbringen? Natürlich müssen wir Müll mit wegbringen. Wir gehen eine Runde schlafen. Und, liebe Leute, je nachdem, wie wir jetzt gerade aufwachen, nichts erstmal, okay. Machen wir jetzt mal den kleinen Cliffhanger, dass ich euch in der nächsten Folge zeige, ob irgendwas mit dem Tor passiert ist. Ich befürchte nicht, weil sonst wären wir vielleicht jetzt schon hingelockt worden. Und dann trommeln wir die Piraten zusammen und gucken, wie der ganze Kampf aussieht. Wir gehen erstmal zur Felsen, zu dem Felsendingsbums. Dort sprengen wir das an und dann suchen wir die Piraten. Dann haben wir die Quests auch gelöst. Also, bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Tschüss.